Moin moin liebe Community, willkommen zu einem weiteren Video aus meinem Bastelkeller. Heute mal wieder unter dem Motto Dinge, die man über Victron wissen sollte. In diesem Fall geht es aber dann eher um die Leute, die ein Wohnmobil oder einen Boden mit so einem Victron ausstatten. Ich gucke mir nämlich heute mal ganz kurz mit euch zusammen das Thema AES an, also diese Stromsparmodi, die die Multiplusse mitbringen. Und ja, geht mal los, würde ich jetzt sagen. Auf das Thema AES bin ich eigentlich nur gekommen, weil ich hier sowieso am Basteln war und mir dachte, naja, da gibt es eigentlich so gut wie gar nichts drüber. Ich schaue mir das mal an, wie das so funktioniert und weil es mich auch selber interessiert hat. Mein Testaufbau ist folgender. Ich habe hier momentan einen Multiplus, das ist der hier. Der ist ganz normal momentan als Hub 3 bzw. Inselwechselrichter konfiguriert. Sieht man auch da, da leuchtet nur die Inverter-LED. Ich habe hier unten ein Netzteil, das heißt, ich betreibe diesen Inverter momentan mit einem Netzteil. Ist aber auch egal, weil schlussendlich, wie gesagt, zieht er eh nur Strom, er kann nichts einspeisen oder sowas. Sonst wäre das mit so einem Netzteil auch eher suboptimal. Hier oben ist ein Oszilloskop, was mir die Sinuswelle auf dem Inverter anzeigt. Hier unten nochmal ein Multimeter, was mir die aktuelle Spannung anzeigt. Ja, und mein PC, der jetzt hier eigentlich nur zum Umstellen der Parameter bzw. der Einstellungen dienen soll. Was genau ist jetzt dieser AES-Modus? Hier unten unter Wechselrichter seht ihr den AES-Modus. Und der ist dafür da, damit der Multiplus zum Beispiel in einem Wohnwagen, in einem Wohnmobil oder auch einem Boot entsprechend weniger Strom verbraucht. Das können alle Multiplus 2. Ich weiß nicht genau, ob es der normale Multiplus kann, aber auf jeden Fall alle aktuellen Wechselrichter, also alle Multiplus 2, Quadro und so weiter, die können das alle. So, um da mal den Unterschied deutlich zu machen. Wir haben jetzt hier unten einen Stromverbrauch oder eine Leistung von etwa 42, 43 Watt laut dem Netzteil, die dieser Multiplus im Leerlauf verbraucht. Sprich, da ist nichts angeschlossen am Ausgang. Und jetzt habe ich hier einfach mal so einen dicken Scheinwerfer, der etwa 500 Watt braucht. Wenn ich den einstecke, dann wird es erstens hier deutlich heller. Zweitens sagt mir das Netzteil, na okay, es sind nur 400 Watt. Also 400 Watt zieht dieser Scheinwerfer jetzt und hier oben habe ich weiterhin eine saubere Sinuswelle. Wenn ich das Ding wieder ausstecke, habe ich wieder meine 40 Watt. Die ganze Zeit bleibt dieses Gerät oder bleibt der Multiplus bei 230 Volt. Jetzt aktiviere ich hier mal AES und eingestellt sind hier in den AES-Modus wechseln bei etwa oder bei Leistung geringer als 90 Watt. Die habe ich ja jetzt, das sind 44, also wird er auf jeden Fall da rein wechseln und den AES-Modus verlassen, wenn die Last 23 Watt höher als der Anfangsschwellwert, das heißt, wenn sich die Last um 23 Watt verändert, dann soll er den AES-Modus verlassen. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Typ modifizierte Sinuswelle auswählen und das aktiviere ich jetzt. Jetzt schauen wir uns mal an. Ich sende das jetzt an den Multiplus und dann gucken wir uns mal an, was hier auf dem Oszilloskop so passiert. So, jetzt ist es passiert. Jetzt seht ihr, modifizierte Sinuswelle. Das ist jetzt nicht mehr so ein schöner Sinus, sondern relativ spitz. Wir verbrauchen aber jetzt nur noch 24 Watt. Also knapp 20 Watt weniger als eben. Und ja, das ist schon mal die Hälfte an Ersparnis. Insbesondere, wenn ich halt knappe Batteriekapazität habe, dann, ja, dann habe ich da schon mal jetzt, da spare ich im Leerlauf schon mal die Hälfte. Wenn ich im Wohnmobil sowieso das Gerät irgendwie mit wenig Last betreibe, ich kann hier auch die AES-Grenzen, wie gesagt, einstellen. So, und was jetzt aber auch noch spannend ist, die Spannung am Ausgang wurde jetzt reduziert auf 145 Volt AC. Das heißt, da fließt schon mal deutlich weniger Strom. Wenn ich jetzt meine Lampe einstecke oder was auch immer, ich simuliere das jetzt mal gerade wieder. So, jetzt habe ich meine Last, die kommt jetzt dazu, ich stecke sie ein und schwupp habe ich da wieder meinen Sinus und meinen Verbrauch. Und das gleiche passiert jetzt, wenn ich ausstecke, dann habe ich nach sehr, sehr kurzer Zeit wieder meine modifizierte Sinuswelle.
Zack, da ist er. So. Und meine 24 Volt und auch wieder die Spannung. Und okay, dann haben wir noch einen zweiten Energiesparmodus, der nennt sich Suchmodus. Und dieser Suchmodus, den habe ich jetzt mal hier aktiviert. Den sende ich jetzt mal an den Multiplus. So, jetzt geht's los. Jetzt gucken wir uns mal an, was dann passiert. Schaut mal. So sieht das Ganze nämlich jetzt aus. Das heißt, wir haben da wieder die modifizierte Sinuswelle, aber nicht immer, sondern nur kurzzeitig. Das heißt, alle paar Sekunden, alle 2-3 Sekunden kommt da einmal so ein kurzer Impuls und dann ist es wieder weg. Übrigens, dieses Summen, was ihr da hört, kommt vom Netzteil und nicht vom Multiplus. Also der Multiplus ist geräuschlos bei dieser ganzen Aktion. So, hier unten am Netzteil kann man jetzt auch sehen, was los ist. Nämlich, wir haben hier so 2,2 Watt Grundverbrauch. Das dürfte wahrscheinlich die Steuerelektronik des Multiplus sein, aber die komplette Leistungselektronik scheint abgeschaltet zu werden. Na, also da sieht man prima das Pulsen. Und hier mein Multimeter, das ist gar nicht schnell genug, um das mitzukriegen, was da passiert. Also diese Impulse da mitzuschneiden. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, auch hier jetzt wieder, was passiert, wenn ich meine Last einstecke. Achtung, Last kommt jetzt. Oh, ach, ja, Schitte. Ja, jetzt ist ein Vorführeffekt. Jetzt ist der in Low Battery gegangen. Das heißt, das Netzteil hat leider nicht Leistung genug gehabt, um jetzt das System so schnell hochzufahren, weil der Trafo jetzt natürlich auch ohne Leistung war. Das heißt, dieser parallele Strom, das heißt einmal den Hochfahrstrom des Trafos im Multiplus, als auch den Strom, der im der durch die Lampe gebraucht wird, das ist zu viel für mein Netzteil. Das heißt, das Netzteil schafft es nicht mit seinen 20 Ampere. Und ich weiß nicht, wie hoch der Anlaufstrom ist. So, ich habe die Lampe jetzt mal ausgesteckt. Dann müsste der Multiplus direkt wieder hochfahren. Warten wir es mal ab, das dauert ein Momentchen. Das ist jetzt auch mal so ein typischer Fehler, ist auch mal sehr spannend. Also wenn so ein Gerät abschaltet, ne, kommt nicht wieder. Das ist ja auch blöd. Ich starte einfach mal das Netzteil neu, mal gucken. So, jetzt kriegt der Multiplus mal einmal gar keinen Strom mehr. Spannung fällt ab. So, und aus ist er. Dann starten wir das Ding einmal neu. Da ist er wieder. Sinuswelle ist wieder da, ist wieder hochgefahren. Jetzt wird er gleich in diesen... Genau, jetzt ist er wieder in dem Modus, ne? Sieht man da. Schade, mein Netzteil ist nicht stark genug. Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht spielen wir das nochmal nach, wenn ich da wirklich meinen Akku angeschlossen habe. Ich versuche es jetzt nochmal. Ach doch, diesmal hat es geklappt. Jetzt hat es mein Netzteil mitgemacht. Also, jetzt ist er hochgefahren, wie ihr seht, aus diesem Stromsparmodus raus. Und ja, funktioniert jetzt ganz normal. Und wenn ich jetzt einhändig hier meinen Stecker wieder rausziehe, das habe ich jetzt gemacht, dann sind wir erst wieder auf 43 Watt und jetzt ist er wieder aus, jetzt ist er wieder am Pulsen. Kann man da jetzt prima sehen. Genau, so. Jo. Ah, wartet mal, was mir jetzt gerade auffällt ist, schaut euch mal die Sinus an. Vorhin, als wir umgeschaltet, nach dem Reboot hat er jetzt keinen modifizierten Sinus mehr, den er da zeigt, sondern einen ganz normalen Sinus. Ob das denn wohl richtig sein kann? Ja, also wenn man hier sich dieses Bild anschaut, hier unten, dann sieht man auch da, dass das ein normaler Sinus ist. Spannend! Also ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch ein Fehler in der Firmware ist oder was auch immer, aber fairerweise muss man sagen, ich habe das Gerät auch eben nicht rebootet. Ich schalte den Modus jetzt nochmal um. So, da ist er wieder. Jetzt müsste er gleich wieder in diesen zweiten und den modifizierten Sinuswellenmodus fallen irgendwann. Oder macht er das jetzt, muss ich wahrscheinlich auch nochmal einmal neu starten. Das mache ich jetzt noch einmal. Ja, okay. Was lernen wir daraus? Den Modus einfach mal so umschalten, während des Betriebs funktioniert, nicht hundertprozentig. Muss man also einmal kurz
das Gerät einmal abschalten und die Konfiguration neu senden. So, da sind wir jetzt wieder im modifizierten Sinus. Genau. Und ich probiere das jetzt nochmal, das Ganze. Ich sende nämlich jetzt nochmal, ach so, das Programm hier muss ich jetzt erst neu verbinden, das macht es gerade. So, und jetzt sende ich nochmal die andere Suchfunktion. So, Einstellung senden, jetzt bin ich mal gespannt. So, zack. So, und da sieht man jetzt, dass er einen modifizierten Sinus schickt. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs erkennen hier. Ja, er schickt einen modifizierten Sinus und eben war das eine richtige Sinuswelle. So, und jetzt testen wir das mal. Jetzt schalte ich den Multiplus nochmal aus, weil das wäre dann ein Bug, den wahrscheinlich einfach noch nie einer gesehen hat. Aber gut, wofür sind solche Tests alle mal gut? So, da ist der normale Sinus. Und jetzt warten wir mal ab. Ja, jetzt haben wir die Suchfunktion wieder mit dem normalen Sinus. Und wenn wir jetzt Glück haben, dann springt er auch direkt an. Das probieren wir mal gerade. Zack, und da ist die Lampe. Okay, das war nicht mal mein Netzteil schuld, sondern das war irgendwie wahrscheinlich irgendeine Art von Fehlfunktion durch die Umprogrammierung des Multiplus. Nichtsdestotrotz habt ihr jetzt hoffentlich verstanden, wo oder was dieser AES-Modus ist und wofür man ihn brauchen kann. Nämlich dazu den Multiplus massiv in seiner Leistungsaufnahme zu beschränken, massiv ihn dazu zu bekommen, auch über Batterien nur wenige Watt zu verbrauchen. Wenn man in einem Boot oder einem Wohnmobil ist und nachts seine Verbraucher abschaltet, dann ist das natürlich eine feine Sache, weil 2,2 Watt Grundverbrauch ist jetzt wirklich nicht viel. Allerdings, wie ich das eben schon sagte, erstens funktioniert das Ganze nur im Inselmodus, weil er ja diesen modifizierten Sinus bzw. die Sinus selber das Netz erzeugen muss, also den Sinus erzeugen muss. Das funktioniert also nicht netzgeführt. Und zweitens funktioniert das Ganze nur mit einem Multiplus. Ich habe hier meine drei liegen, weil ich hier gerade die ganzen Experimente mache. Also ein einziger Multiplus kann diese ganze Geschichte. Drei Multiplusse kriegen das wahrscheinlich timingmäßig gar nicht geregelt. So, das war's dann schon. Schnelles Video zum Thema AES und einfach mal zeigen, wie das funktioniert und was es so macht. Ich hoffe, es hat euch ein paar Erkenntnisse gebracht und ich würde mich über ein paar Likes von euch freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und tschüss.